Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit offenen Karten. Dieser Zug verbindet seit Januar 2023 wieder die ukrainische Stadt Rachiv mit der rumänischen Stadt Valea Viseului. Rumänien und die Ukraine nahmen die 2006 stillgelegte Strecke wieder in Betrieb, weil durch den Krieg in der Ukraine der Waren- und Personenverkehr zwischen den Nachbarländern zunimmt. Rumänien lebt mit dem Krieg vor den Toren, einer 650 Kilometer langen Grenze zur Ukraine, Zehntausenden Geflüchteten und Hunderttausenden Menschen auf der Durchreise. Rumänien, einst Stiefkind der EU und der NATO, hat seit dem russischen Überfall auf die Ukraine eine große strategische Bedeutung. Aus diesem Anlass beschäftigen wir uns heute mit seiner wechselvollen Geschichte, seiner geografischen Lage und seiner romanischen Kultur im slawischen Raum. Rumänien liegt im Südosten Europas, nördlich der Balkanhalbinsel und ist Mitglied der NATO seit 2004 und der Europäischen Union seit 2007. Mit einer Fläche von gut 238.000 Quadratkilometern ist es das achtgrößte Land der EU. Es grenzt an fünf Länder, an die beiden EU-Staaten Ungarn und Bulgarien sowie an drei weitere Länder, die der EU beitreten möchten an Serbien im Westen und an die Ukraine im Norden sowie an die Republik Moldau, mit der Rumänien einen Teil seiner Geschichte, Sprache und Kultur teilt. Von großer Bedeutung für Rumänien sind die Karpaten, die Donau und das Schwarze Meer. Der prägende Gebirgszug sind die Karpaten, die ein Drittel der Landesfläche bedecken und majestätische Gipfel aufweisen. Das bogenförmige Hochgebirge teilt das Land in drei Teile. Im Süden die walachische Tiefebene mit der Hauptstadt Bukarest, im Nordosten die Region Moldau und im Westen Siebenbürgen, auch Transsilvanien genannt, bekannt für seine Schlösser wie zum Beispiel das Dracula-Schloss Brann. Die Donau fließt im Süden gut 1000 Kilometer durch oder an Rumänien entlang, bis sie im prächtigen, unter Naturschutz stehenden Donaudelta ins Schwarze Meer mündet. An der 240 Kilometer langen Küste wechseln sich große Strände und kleine Klippen ab, mit einer ganzen Reihe von Badeorten. Mit 19 Millionen Einwohnern hat Rumänien die sechstgrößte Bevölkerung der EU-Mitgliedstaaten. Aber seit dem Sturz des kommunistischen Regimes im Jahr 1989 ist die Einwohnerzahl um 4 Millionen gesunken. Die jungen Menschen zieht es vor allem nach Spanien und Italien, aber auch nach Deutschland und Großbritannien auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen. Die über 5 Millionen Auslandsrumänen, eine der größten Diaspora-Gruppen Europas, haben Einfluss auf Wirtschaft und Politik. Im Sommer 2018 beteiligten sich Tausende von ihnen in Bukarest an den Protesten gegen die Korruption. Rumänien ist von ethnischer Vielfalt geprägt. Neben der rumänischen Mehrheitsbevölkerung gibt es 19 Minderheiten, insgesamt gut 10 Prozent der Einwohner. Die größte von ihnen sind die über eine Million Ungarn, die von Ungarns populistischem Regierungschef Orban unterstützt werden und über ihre eigene Partei verfügen, die Demokratische Union der Ungarn in Rumänien, die fast immer Teil der Regierung ist. Rumänien ist auch das europäische Land mit den meisten Roma, 600.000 der letzten Volkszählung zufolge. In Wahrheit sind es eher zwei Millionen, denn viele von ihnen bezeichnen sich aus Angst vor Stigmatisierung nicht als solche. Die ursprünglich aus dem Norden Indiens stammenden Roma wurden von jeher diskriminiert. Sie wurden 500 Jahre lang versklavt, im Zweiten Weltkrieg deportiert und unter dem Kommunismus zwangsintegriert. Viele von ihnen leben auch heute noch unter prekären Bedingungen, manchmal in städtischen Ghettos. Aufgrund seiner Lage an der Schnittstelle zwischen Ost und West ist Rumäniens bewegte Geschichte geprägt vom Ringen um Einfluss der benachbarten Großmächte. Im Laufe der Jahrhunderte musste es sich seine Unabhängigkeit erkämpfen, um seine romanische Kultur in einer slawischen Welt zu verteidigen. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung eroberte der römische Kaiser Trajan Dakien, den Südosten des heutigen Rumäniens, und er errichtete dort bedeutende römische Garnisonen. Diese Besatzung hinterließ zahlreiche Spuren in der Sprache und der Kultur des Landes. Erst im 19. Jahrhundert entzogen sich die Fürstentümer Rumäniens der Herrschaft der drei benachbarten Großmächte des Osmanischen Reichs, Österreich, Ungarns und Russlands. Moldau und die Walachei schlossen sich zusammen und 1878 wurde die Unabhängigkeit Rumäniens bestätigt. Aufgrund wechselnder Bündnisse im Ersten Weltkrieg konnte das Königreich Gebiete der Verlierermächte gewinnen und seinen Traum von der nationalen Einheit verwirklichen. Die neuen Grenzen Großrumäniens wurden im Vertrag von Trianon 1920 bestätigt. Aber lange konnte es sich den benachbarten Mächten nicht widersetzen. Der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt von 1939 beschleunigte seinen Zerfall. Bessarabien und die Nordbukowina wurden von der Sowjetunion annektiert, an Ungarn fiel das nördliche Siebenbürgen, an Bulgarien die Süddubrutscha. 1941 verbündete sich General Antonescu mit Deutschland gegen die Sowjetunion. Er errichtete ein faschistisches Regime, hunderttausende Juden und Roma wurden deportiert. Im August 1944 erreichte die Rote Armee Rumänien und das Land geriet in den sowjetischen Machtbereich: Verstaatlichung der Industrie, Kollektivierung der Landwirtschaft und Gründung der berüchtigten Geheimpolizei Seguritate. 1965 gelangte Nikolai Ceausescu an die Macht. Er emanzipierte sich von der Sowjetunion und lehnte eine militärische Beteiligung an der Niederschlagung des Prager Frühlings im August 1968 ab. Seine Rede vor Zehntausenden Menschen auf dem Balkon des Regierungsgebäudes erweckte patriotische und antisowjetische Gefühle in der Bevölkerung. In den 70er Jahren verhärtete sich das Ceausescu-Regime und die Bevölkerung verarmte aufgrund einer rigorosen Sparpolitik. Doch die Diktatur hielt der Auflösung des Ostblocks nicht stand. Im Dezember 1989 stürzte nach einer gewaltsamen Revolte das Regime und das Ehepaar Ceausescu wurde nach einem Schnellverfahren hingerichtet. Nun begann ein langsamer und chaotischer Übergang zur Marktwirtschaft. Das Land war geschwächt durch chronische politische Instabilität. Vorherrschend waren zunächst die postkommunistischen Sozialdemokraten unter Präsident Ion Iliescu. 2014 wurde der Kandidat der Nationalliberalen Klaus Johannes gewählt und das Land befindet sich in einer paradoxen Situation. Die Arbeitslosenquote beträgt nur 5,5 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt ist seit 20 Jahren um 200 Milliarden Euro gestiegen. Aber die Korruption grassiert weiterhin und die Schattenwirtschaft entspricht einem Viertel des BIP. Und so ist Rumänien mit einem Mindestlohn von 450 Euro pro Monat eins der ärmsten Länder der EU. In der Landwirtschaft arbeiten zwar 21,2 Prozent der Erwerbstätigen und ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe der EU entfällt auf Rumänien, aber diese machen nur 3,8 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. Denn es handelt sich zumeist um kleine Familienbetriebe mit durchschnittlich 2 Hektar und geringer Mechanisierung, die hauptsächlich für den Eigenbedarf produzieren. Hingegen sind die fruchtbaren und billigen Ackerflächen Rumäniens sehr beliebt. Allerdings bei ausländischen Agrarbetrieben, die inzwischen ein Drittel des Agrarlands besitzen. Seit dem Jahr 2000 wurde die Industrie durch eine neue Welle von Privatisierungen und Reformen modernisiert und diversifiziert. Besonders dynamisch ist der Automobilbau, der allein 12 Prozent des BIP ausmacht. Ein Symbol für den Erfolg ist die Übernahme der Marke Dacia durch Renault und das Billigmodell Logan aus dem Werk in Pitesti nördlich von Bukarest. Rumänien ist darüber hinaus reich an Bodenschätzen und für seine Energieversorgung eins der unabhängigsten Länder der EU neben Estland und Schweden. Es steht in der EU an zweiter Stelle bei der Produktion von Erdöl und Erdgas. Um diese Unabhängigkeit zu bewahren, nahm man nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine die Offshore-Förderung im Schwarzen Meer wieder auf. Der Konflikt in der Ukraine bestätigt die strategische Bedeutung Rumäniens als Vorposten der NATO gegen die russische Bedrohung an der Ostflanke des Bündnisses. Etwa 4.700 ausländische Soldaten sind im Land stationiert. Auch Frankreich ist im Rahmen der NATO präsent. Boden Luftraketen, Leclerc-Panzer und 800 Soldaten. Und in Deveselu im Süden des Landes befindet sich seit 2016 ein Stützpunkt der USA für die Abwehr ballistischer Raketen aus Russland, dem Iran oder Nordkorea. Strategisch wichtig ist auch bei Constanza ein rumänischer NATO-Luftwaffenstützpunkt. Dort geht es um den Schutz der Häfen von Konstanza und Galatz, zwei der wenigen Exporthäfen für ukrainisches Getreide am Schwarzen Meer. Damit endet unsere Reise nach Rumänien, einer romanischen Insel im slawischen Raum, die sich für EU und NATO entschieden hat. Das gewährt Schutz vor Russland, vor allem im Kontext des Krieges in der Ukraine. Für die benachbarte Republik Moldau, in historischer und geografischer Hinsicht eng mit Rumänien verbunden, gilt das nicht. Sie gehört weder der EU noch der NATO an und ist im Visier Russlands, insbesondere über die abtrünnige prorussische Region Transnistrien. Zum heutigen Thema empfehlen wir Dacia Felix, Das antike Rumänien im Brennpunkt der Kulturen von Kai Brodersen. Und in französischer Sprache Les Exportés von Sonia de Villers über den Export rumänischer Juden durch das Ceausescu-Regime. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns und alle unsere Videos auf arte.tv. Bis bald.